So Leute, wir kommen zum letzten Part für heute von Star Wars. Für mich zum Aufnehmen, ich weiß nicht, ob ich heute drei Parts raushaue. Der Feind nervt uns ja andauernd mit so einer Pillepalle. Im letzten Part hatten wir eine imperiale Verräterin getötet und den Anführer, ich weiß nicht, das müsste eigentlich, nee, Han Solo ist der Anführer. Oder in Ära 1 war ein Solo, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir den, wie heißt denn jetzt? Admiral Akbar, heißt er jetzt, glaube ich. Im letzten Part getötet. Hier über Corellia. Er war ja so, der Feind war ja so dumm genug, sich aufzuteilen. Oder dumm nicht, aber auf jeden Fall, halt hat den Fehler gemacht, sich aufzuteilen. Und ja, dann war Admiral Akbar eine leichte Beute für unsere Schiffe. Und danach hat sich der Feind auch direkt zurückgezogen. Also wir haben glaube ich noch einen Mon Calamari Kreuzer abgeschossen und dann hat er sich zurückgezogen. Also währenddessen, ich glaube der Verlust hat ihn teuer zu stehen gekommen. Hier respawnen ja die Helden auch glaube ich nicht. Also ich habe bis jetzt noch keine Helden verloren. Auch nicht in den ersten, ich möchte auch irgendwie keine verlieren. Ist natürlich besser, weil dann muss man halt aufpassen auf ihr seine Helden. Aber naja, irgendwie auch nicht so toll. Naja, mal schauen. Ja, der hat keine Chance. Der wollte sich wahrscheinlich mit wilden Truppen hier versammeln. Also hatten sie wahrscheinlich geplant, dass Akbar hier gewinnt und dass sie sich dann hier mit den Schiffen sammeln. Aber es wurde wohl nichts. Ist wohl hat wahrscheinlich gedacht, die Besatzung, ja, hier war die siegreich, ja, mal dummes Gesicht, ne, wenn imperiale Schiffe vor dir stehen. Aber naja, auf Kurt können wir noch Minen bauen, möchte ich eigentlich nicht so gern. Können wir jetzt irgendwo noch den Boden auf was kaufen, hier können wir noch was kaufen auf dem Boden. Ich werde einfach mal eine kleine Fabrik machen. Boden, also anscheinend ist vom Boden jetzt alles aufgerüstet. Wunderbar. Das heißt, wir werden uns jetzt um die Golan-Station kümmern. Und dann um den Feind. Also um unsere Angriffsflotte. Das ist ja hier unsere Anführerin. Ich frage mich eigentlich, was... Eine Supersternzerstörer. Volltag. Fingen? Alter, die haben den... Hä, zu wenig Fingen? Den weiß ich nicht. Das ist doch der Anführer, den wir im letzten Gefecht gespielt haben. Hat er hier einen super Sternzerstörer? Dann wurde er ja vernichtet. Krass. Ja, Fingen ist tot, anscheinend. Der imperiale Kriegsherr, den wir gedient hatten. Mit erfolgreich, also Erfolg gedient hatten. Ist wohl jetzt gefallen. So, hier haben wir... Hier fehlt noch eine Golan-Station. Aber hier werde ich noch eine kaufen. Dann kaufe ich hier oben welche. Und dann müssen wir uns hier auch noch welche kaufen. Ja, und so langsam lernen wir uns dann ein Ende. Ein Ende. Ja, die Ende der Aufrüstung sozusagen. Tatsache, die Interdiktor sind genauso teuer hier. Okay, dann haben wir Coruscant gut in der Hand mit einem Supersternzerstörer im Orbit. Ja, wir haben halt den Boden alles von Minen. Wir brauchen halt das Geld, ne? Ich will sagen, ich baue noch eine auf Corellia. Ah, ich verklick. Wenn man das einmal draufklickt und so ganz ein Pixel nach oben zieht, dann zieht er die sofort in Orbit rein. Imperium der Hand. Okay. Halt interessant, dass wir jetzt mehrere Feinde haben. Also wir müssen auch gegen mehrere Technologien kämpfen. Hier sind wir jetzt gleich fertig. Karida fehlt noch eine Werft. Da oben ist dann fertig. Kurt fehlt auch noch eine. Dann über Biss fehlen noch zwei und
Hier fehlt auch, nee, hier fehlt nur eine. Ja. Konstruktion abgeschlossen. Gucken wir nach Kuat jetzt. Kuat können wir noch eine bauen. Ich baue mal eine Stufe 5. Ich bin so vergesslich. Ich vergesse immer, wo ich schon welche habe und wo nicht. Hier fehlt noch eine. Ja, ich werde hier die Stufe 2 bauen. Dann haben wir auch noch ordentlich Geld in Reserve. Chaos Hunt können wir dann 50, 25 Credits. Ich verkaufe einfach gerade ein Bataillon Sturmtruppen. So können wir dann schon mal, also ist Chaos Hunt abgeschlossen. Hier müssen wir noch. Und hier. Konstruktion abgeschlossen. Das war's dann, glaube ich, auch, ne? Ich kann das ja mal wieder ausmachen. So. Oh, hier war schon eine. Ach, genau. Gorilla dürfte jetzt fertig sein. Ja, Gorilla haben wir jetzt aufgerüstet. Hier hinten hatten wir, glaube ich, auch beide voll gemacht. Laron wurde auch getötet. Keine Ahnung, kennt den Held nicht. Ich guck noch mal alle Planeten durch, ob alles in Ordnung ist. Genau, hier fällt noch was an. Nee. Die Gunnar-Stationen stehen ja trotzdem da und werden da trotzdem angezeigt. Warum auch immer. What? Coruscant ist doch schon voll. Ja, das können wir noch... ja, baue ich bei Biss einfach 2 Stufe 5. Und sonst haben wir jetzt auch alles, ne? Ja, dann können wir uns jetzt eigentlich mal eine Flotte zusammenstellen und eigentlich schon mal irgendwo einen Posten, wo wir unsere Spionagedrohnen im Orbit aufbewahren. Ich würde mal sagen, hier. Fahrzeug wird produziert. Und ja, das wird wahrscheinlich gleich noch das hier, Kurt. Ich wollte das hier kaufen. Das hier gleich kaufen. Dass wir 30% Rabatt kriegen. Wenn wir dann auch unseren Anführer dahin ziehen, dann kriegen wir ordentlich Rabatt auf die großen Schiffe hier. Und ja, was hätten wir denn an interessanten Zielen hier? Oh, ist das frei? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. Hier sind die Rebellen. Ich nenne es jetzt halt Rebellen, das ist die neue Republik. Hier haben wir die Thorn, Admiral Thorns Truppen. Der keinerlei Raumstation. Doch wahrscheinlich. So, jetzt können wir auf Kuat jetzt erstmal das verkaufen. Um Rabatt für unsere Schiffe zu bekommen. Und dann können wir uns hier eine Flotte bauen. Okay. Itor, ich kenne die meisten Planeten nicht. Konstruktion abgeschlossen. Oh, das zählt sogar für die, ja, diese Schiffe. Alter, das ist ja richtig billig geworden. Und jetzt frage ich mich, das ist ja unsere Anführerin. Move Lusankia to that location. Wenn ich die da jetzt hinziehe, wird das noch billiger. Nein. Ich habe halt Angst um die, ich lasse die trotzdem mal hier zurück. Wenn ich hier mal eine Flotte jetzt anfange für uns zu bauen. So, die ziehen wir in die Mitte, das ist nicht, und die Flotte bleibt in der Defensive. So, wir brauchen auf jeden Fall, was ist das denn hier? Ach so, das sind die diese anderen Schiffe, die man von der Raumstation bekommt. Man bekommt ja die beiden immer. Auf jeden Fall wird erstmal 2 Sternzerstörer. Und da müssen wir gucken, was wir angreifen. Also ich möchte in dem Part schon was angreifen. So, wir haben jetzt unsere erste Drohne. Ich werde die mal hier hinschicken, um zu gucken, wie es bei Admiral Thorn aussieht. Die nächste nach da. Und dann vielleicht noch... Na, du, wo nicht. Aber mal gucken. Ja, Admiral Thorn hat hier doch eine. Raumstation im Orbit, hier haben wir die Fabriken. Ja, wie ich es mir dachte, hier sind Feinde.
nicht gerade so schwache, aber naja, man kann, muss ja nicht trotzdem gleich betreiben. Hätte keinerlei Schiffe. Honogre. Was ist das, ne? Wir haben Gurland-Station im Orbit. Gut. Sternzerstörer hier. Noch einer auf Honogre. Scheiße. Ob das unterschiedliche Feinde sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber mal schauen. Oh, ich wollte gerade auf den Boden hier gucken. Also müssen wir merken, da gleich zu gucken. Ja, ich wette, die großen Schlachtschiffe kommen gleich. Wir haben echt nichts an großen Schiffen. Also wir haben keine größeren Schiffe. Dafür halt die Gunnan-Station. Was? Doch nur Stufe 1. Hä? Das Ding ich nur, dass ich Stufe 2 hatte. Egal. Zu Befehl. Aufrüstung läuft. Ja. Zieht euch mal zurück. Hier haben wir unsere Golan-Station, die hat Stufe 2, haben wir uns glaube ich noch gar nicht angeguckt. Ja. Alt, paar mehr Geschütze, ne? Roger, bestätigt. Immer noch zwei Jägergeschwader. Information. Erwarte Befehle. Roger, bestätigt. So, ja, euch ziehe ich mal hier nämlich alle zurück. Ich bin dran. Und wir lassen den Feind hier rankommen. Hm, ich glaube nämlich, ja, im kommen Einzelgefecht hätten wir keine Chance mit den Schiffen. Deshalb lasst die mal an die Golan-Station rankommen. Und ihr könnt euch eigentlich alle aufteilen. Ja, diese Schiffe sind eigentlich... Ja, eigentlich... Scheiße. Grob gesagt. Das ist eigentlich nur Hangarschiff. Das ist eigentlich nur ein... ein beweglicher Hangar mit ein, zwei TIE-Fighter-Geschwader. Naja. Ja, die X-Wings haben keine Chance. Die da oben haben auch keine Chance. Werden jetzt noch die TIE Fighter sich einmischen. Ja, und jetzt kommen die anderen beiden Geschwader noch dazu. Ja, die haben keine Chance, die vorderen Schiffe. Gut. Ein ernstzunehmender Gegner. Naja, es geht. Wie viele Jäger jetzt in so einem Geschwader drin sind, ist echt heftig. Vorher waren es immer 5, 6 Stück. Jetzt sind es 12 oder 14 Stück. Schon heftig. Ja, ihr seid eigentlich Scheißschiffe. Euch kann ich eigentlich komplett zurückziehen. So, halt bleiben wir mit denen hier. Wir müssen unbedingt hier gleich neue Schiffe hinsetzen. Ja, weil die ist echt noch schwach, der Planet. Ohne die Golan-Station hätten wir echt verloren hier. Hätten wir, sag ich. Die Schlacht ist ja noch nicht mehr entschieden. Ja, der Feind will irgendwie nicht näher kommen, ne? Verstanden. Na ja, gut, wenn er da oben bleiben will und dauerhaft von meinen Jägern beschossen werden möchte, habe ich nichts gegen. Nur leider kommt er nicht durch ein Schild. Na, die werden es, nee, die wahrscheinlich alle abschießen, um dann anzugreifen. Naja, die kommen auch nicht durch ein Schild. Das dauert immer ein bisschen. Ja, das schaffen die nicht. Derzeit kommen hier unten wieder neue, frische ran und darauf warten wir. Lassen wir die halt opfern, sozusagen. Damit der Feind ein bisschen, ja, der hat seine Jäger alle verloren. Und bekommt keine mehr. Das heißt, er hat noch seine Schiffe. Und die kommen jetzt hier ran. Und wir haben hier noch ein bisschen was. Nicht von den Golan-Stationen bekommen wir nicht nochmal. Enttäuschend. So. Ja, euch müsst ihr endlich zurückziehen, weil ihr bringt eh gar nichts. So, du kommst direkt hier näher, das heißt, du bist so gut wie tot. Ja, ihr müsst euch halt zurückziehen, ne? Euch möchte ich jetzt nicht unbedingt verlieren. So. Ja, und diese hat ja auch jetzt Proton-Torpedos.
Das heißt, sie macht auch guten Schaden in Schilden. Ja. Schritt 3 ist natürlich noch besser, aber ist ganz okay. So, wir haben jetzt zwei, eine Angriffsfregatte, noch zwei Nebulombie-Fregatten. Sind das Nebulombie 2? Ja, das sind Nebulombie 2. Und ja, da will anscheinend hier durch. Oh, hast keine Chance, kommst hier nicht durch. Also nicht so schnell, ohne jetzt wirklich schwer beschädigt zu werden. Was haben wir denn da oben? Oh, da, oh, das ist das andere Schiff noch. Oh ja, greif eigentlich mal mit an. Auch wenn ihr jetzt nur Laserkanonen habt. Ah, der kommt aber hier echt durch. Der will es echt hier wissen. So, ihr könnt eigentlich beide den abschießen. Deine Kollegen kannst du nicht mehr retten, die sind tot. Kannst du Gift drauf nehmen? Ja, Angriffsfregatte. Sieht ein bisschen aus wie die Sturmfregatte aus dem normalen Star Wars. Force of Corps, ich fand die ziemlich cool. Vom Design her. Tja, das war's für dich. Ja, die Schiffe gucken überhaupt nicht, die Escortträger. Ich wollte gerade sagen, wow, haben wir einen verloren. Zum Glück nicht. Endlich können wir die auch selber produzieren. Und nicht wie bei Sims, da konnten wir ja gar keine Fregatten bauen. Egal, als wir hatten ja den koreanischen Fregatten. Und wenn wir die verloren hatten, ja, weil hatten wir Pech gehabt, ne? Hätten wir Pech gehabt, meine ich. Mehr gibt es nicht, anscheinend. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Ruderkreuzer macht. Die haben ja gar keine Raketen. Aber trotzdem, warum baut er die denn, um die eigentlich nur hinten zu lassen? Na, schade, einen sollten wir noch, der wäre vielleicht abgeschossen worden. Es kommt ja gleich noch eine Flotte hier ran, ne? Aber wir können ja auch keine Schlachtschiffe bauen, ne? Machen wir die nächste Flotte noch? Ah genau, jetzt können wir erstmal Duro gucken. Ah gut. Nicht so schlechte Verteidigung. Krölia wird schon wieder angegriffen. Ich dachte, der greift jetzt nochmal Honoka an. Ah, sollte doch zwar mal kommen. Egal, dann machen wir die Schlacht noch und dann männe ich den Part. Sollte nicht so schwer sein. Corellia ist ein gemäßigter Planet. Ja, ich glaube auch die koreanischen Schiffe bauen mit einem Allianz-Mod. Auch eine koreanische Flotte. Gibt es ja leider nicht mehr. Aber ne, halt andere Mod. Andere Vorteile, andere Nachteile halt, ne? Nicht so riesige Schlachten wie im Allianz-Mod. Aber trotzdem. Ich glaube, jetzt ziehen wir uns auch mal zur Gunnar-Station zurück. Ja, hier sehen sie aus. Das sind die Stufe 3. Halt richtig krass Geschütze an Bord. Zwar nicht so viel Geschütze wie bei den Godan-Stationen in Allianz-Mod. Aber ihr seht schon ordentlich mehr. In Seiten 4 Photon-Torpedos, da hatte die andere glaube ich nur 2. Deshalb passt das gut wieder. 4 Bonus-Teil-Jäger Geschwader. Naja, der Feind hat hier einen MC-80B, 2 Angriffsfregatten. Ja, ein Kanonenboot sehe ich da. Hier sind noch mehr Kanonenboote. Y-Wings. Naja, unsere Flotte ist deutlich größer. So, ich werde erstmal alle in Angriff schicken. So. Ja, ich ziehe einfach zurück, weil ich mal die Godan-Station einfach mal feuern sehen möchte. Ja, es feuert sie mal, ja, wie ihr seht, die kann echt Dauerfeuer machen. Oder? Ja. Durchgehend feuern. Ist auch natürlich auch schwerer gepanzert jetzt. Und ja, hier haben wir so eine kleine Verteidigungslinie jetzt. Und der, keine Ahnung, hat sich wohl da rein verbuggt. Tja, muss auch sein, weil wir haben hier echt nur eine kleine Raumwerft. Das ist sogar, nee, das ist eine schwere Raumwerft, aber trotzdem.
Die bringt auf bis auf die kleinen Geschwaderteile da. Die kleinen, ja hier diese Abfangdinger. Und die Quarkkreuzer nicht wirklich viel. Ich kann ja nicht mal schießen. Daher ja. Nichts Besonderes. Ja, die liegt direkt. Boah, ich dachte die Bonusstation schießt mit drauf. Hauen ihnen die kleinen Schiffe hier weg. Oder einfach mal jetzt gemütlich sitzen. Die Airwings sind ein bisschen lebensmüde. Gibt's ja auch lebensmüde Piloten. Naja. Ja, eigentlich können wir jetzt mal vorrücken. Weil der Gegner ja eh schon wieder abdreht. Und das kostet einfach wieder Zeit. Und dann muss ja nicht unnötig lange mal dauern. Deshalb spule ich jetzt auch mal ein bisschen vor. Ja, keine Chance. Zack, zack, weg, weg. Wunderbar. Ja, die Airwings waren auch wieder mal ein bisschen lebensmüde. Aber die können das... Doch, die können auch sterben. Ja, man steht da noch nicht Victory. Na egal. 21 Minuten aber noch schon, ne? Ne, dann höre ich jetzt auf. Wenn jetzt so oft angreifen, ich kann eigentlich mal auch das hier überspeichern. Das ist ja eh alles nur noch die verbackten Spielstände. Ja Leute, das war jetzt meine drei Parts. Natürlich werde ich hier weiterspielen. Ihr könnt ja sagen, was ihr für Schiffe sehen wollt, ob ich die Anführerin für die höheren Stufe immer opfern sollte, sodass wir dann auch die dickeren Schiffe bekommen. Ja, und auch allgemein ein bisschen mehr sehen. Könnt ihr halt sagen. Sonst lasse ich die jetzt erstmal über Coruscant, da sie da geschützt ist und in ihrer schönen Folterkammer rumfoltern können. Ich habe das ja auch von gelesen. Falls ihr es nicht gelesen habt, da stand irgendwas, dass sie in ihren Supersternzerstörer ihre eigene Folterkammer ihre Folterkammer hat. Egal. Genug geredet, am 22 Minuten, es reicht. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Star Wars Part, gut. Ja, verabschiede ich mich hier und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wie schon gesagt. Tschüss.